Willkommen zurück bei Titan Quest. Ich würde ja am liebsten zurückgehen oder uns mal zurück teleportieren in die Stadt, in der wir schon waren, um einfach ein bisschen Zeug mal zu verkaufen. Da ist noch ein Knochenhaufen. Ich hatte gehofft, wir kommen dann hier bald Sparta, da wollen wir hin. Gut. Wir gehen mal zurück nach Helos, wir können uns ja dann hier wieder hin teleportieren. Verkaufen mal und kaufen auch ein paar Heiltränke ein, die brauchen wir auf jeden Fall. Wenn du da rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. Dort ist es nicht sicher. Kaufe dir hier, was du brauchst. Der blaue Bogen hat mal eben 9000 Gold gebracht. Heben wir mal auf, falls wir unterwegs eine neue Waffe finden. Oder der hier hat ein paar Waffen. Ja, hat er, aber nicht wirklich besser. Na, wie so oft haben die Händler für den Anfang vielleicht mal noch was ganz Gutes, aber dann oft nur Mist. Das können wir uns hier erstmal mit Heiltränken einpacken. Ich nehme mal 20 Stück mit. Was haben wir hier noch? Rosa. Farbe kann benutzt werden, um die Grundfarbe der Tunika zu ändern. Achso, nur die Tunika kann ich ändern. Hellbraun. Perlen der Energie. Ha. Oh, was? 37.000 Gold. Oh, hör auf. Zurückkaufen geht auch. Darf ich dich bald wieder begrüßen? Ja, bestimmt. War nett, mit euch Geschäfte zu machen. Okay, wir sind schon richtig auf der Straße nach Sparta, haben auch bald ein neues Level. So, gut. Damit wäre das auch abgefrühstückt. Wir schauen uns natürlich erstmal gründlichst um. Hier unten ging es wohl noch weiter. Jetzt, wo ich das hier auf der Karte sehe, hier unten. Oder täuscht das, dass ich hier links runter kann? Ich glaube, das täuscht jetzt, wo ich hier bin. Ja. Hüpf. Macht er nicht. Okay, also da kommen wir nicht runter. Das wäre auch eine Challenge, das Spiel so durchspielen. Bums, alle weg. So, die brauche ich eigentlich kurz einmal anpieksen. Oh, neues Level. Nice. Das bedeutet, wir könnten hier was ausgeben. Stärke 78. Ich mache mal einen Stärke, einen Gesundheit. Hau ab. So, dann könnten wir hier noch was ausgeben. Einmal zur Lähmung. Oder halt hier erstmal weiter. Widerstand, das ist auch nicht verkehrt. Komm, wir geben mal ein bisschen was in Widerstand. Ich mach mal hier noch zwei. Da machen wir grundsätzlich erstmal ein bisschen mehr Schaden. Oh, hier alle Stufe 1. Die locken einen da hoch. Ach nee, da scheint schon Sparta zu sein. Guck mal, da links ist so eine Essenz getroppt. Oh, der hält gut was aus hier, der Stufe 6 der Tür. Nanu, eine Schlägerrüstung. Ja. Essenz von Prometheus Flamme. Neue
9 bis 12 Verbrennungsschaden für 3 Sekunden plus 3% Feuerschaden plus 3% Verbrennungsschaden. Die haben halt noch andere Boni, ne? Nicht bloß, dass die so ein bisschen Schaden mehr machen, sondern dann auch noch, wenn ich jetzt Feuerzauber oder so hätte. Okay, gut. Dann dürfte das, ist das Sparta? Spartanisches Kriegslager ist das erstmal. Hallo. General Leonidas? Er ist da vorne, aber er spricht nicht mit gewöhnlichen Leuten, die uneingeladen auftauchen. Na gut. Erstmal den Teleportpunkt aktivieren. Oh, was haben wir hier? Jo, den Brunnen auch aktiviert, wunderbar. Die Verzauberin. Formeln für Artefakte. Der Verzauberer. Ach du Heilige. Legen Sie eine Formel hierher, um mit der Anfertigung eines Artefakts zu beginnen. Altar der Separation. Ach du Scheiße. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie man das hier... Wir haben natürlich keine Formel oder sowas. Ich kann hier auch keine Gegenstände reinpacken. Fügen Sie hier die richtige Reagenzien ein, nachdem Sie die Formel abgelegt haben. Und dann kostet es auch noch Geld und dann kann er uns was anfertigen. Vielen gut, Dank! Dann wird man bestimmt irgendwo finden. Ja, die droppen mit Sicherheit bei Bossen oder sowas. So, der da oben hätte schon mal eine Aufgabe. Ist hier noch irgendwas? Ne. Außer eine Zielscheibe dort ganz links ist da nichts mehr. Hallo. Moment mal. Kein Zivilist geht zu General Leonidas rein. Vor allem nicht, wenn er Kriegsrat hält. Nun, schau. Ein besonders wilder Zentaur namens Nessus hat einige unserer Bauern umgebracht. Er läuft im Pelanatal umher. Wir haben momentan keine Männer übrig, die wir ihm hinterher schicken könnten. Töte die Bestie und ich sorge dafür, dass du mit Leonidas sprechen kannst. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch kein Geld übersehen oder die einfache Truhe, aber das wird mir schon angezeigt, obwohl das da hinten ist. Jo, dann machen wir das. Den Typen töten und dann kommen wir vielleicht zu ihm. So, der hat auch noch was. Wenn ich besorgt aussehe, liegt das daran, dass Hippias, ein Kriegsveteran, der für mich wie ein Vater ist, heute Morgen ins Tal gegangen und noch nicht zurückgekommen ist. Er wird alt und denkt, dass er immer noch so stark und schnell wie früher ist. Ein alter Krieger. Gut, noch eine Nebenaufgabe angenommen. Auch die versuchen wir natürlich zu erledigen, um den Leuten hier zu helfen und gleichzeitig Trost und Freude zu spenden. So, hier oben wird gekämpft. Wir gehen erstmal hier hin. Zack. Immer der Truhe nach. Glühender Gefechtsbogen und noch ein verstärkter Armschutz. Wir könnten ja gar nichts hier. Stufe 4 Tiermenschen. Nö. Da lasse ich den mal mit der Gesundheitsregeneration an. Wir arbeiten uns mal hier links vor. Hier unten müsste irgendwo so ein Schrein sein. Ich glaube, die Dinger kann ich ja auch lassen. Geld und ein hartschalig geprägter Brustpanzer. Grundwert her deutlich mehr Rüstung. Dann nehmen wir den mit. So,
Irgendwo muss er doch sein. Ich weiß noch, dass das damals als Feature mit angeworben wurde. Wenn ich mich hier... Da hatten die dann immer so ein Kornfeld oder was gezeigt. Wenn man sich halt durch die Gräser so bewegt oder auch durch die Felder. Dass sich da das Gras dann halt so mitbiegt ein bisschen. War damals ganz groß. Das gab es noch nicht so oft oder überhaupt. Auch ein neues, richtig geiles Sacred wäre mal geil. Oh, der erste Teil, der war super. Und der zweite Teil, den fand ich auch noch richtig klasse. Nicht zu anfangs. Da war der auch enorm verbuggt, ohne Ende. Aber ich hatte mich dann durchgekämpft. Und aber auch nach dem ersten Addon dann, oder nach den Patches, die es dann auch noch gab, war das auch echt, auch ein echt Top-Game. Lässt sich heute auch noch gut spielen. Sieht auch noch echt toll aus. Huh. Komm her, du Borstenvieh. Da ist er wohl. Ach du Heilige. Stufe 9. Okay. Erstmal die Kleinen mitnehmen. Kommt mal mit. Ach du Scheiße. So, du noch. Müssen wieder Abstand gewinnen. Schnell ist er auch noch. Okay, die anderen beiden da rechts hinten, die können mir gerade nichts. Komm schon, vergifte ihn. Gott, wie ich einfach keinen Schaden an dem Vieh mache. Alter. Okay, es ist 3 Stufen über uns, aber trotzdem. Okay, die Hälfte haben wir. Komm schon, hauen weg. Nessus, der Zentaurenanführer. Gott sei Dank dauert es nicht ganz so lange, bis die Heiltränke wieder fit sind. Und Gott sei Dank haben wir auch eine ganze Menge gekauft. Den Göttern sei Dank. Komm schon, hau den weg. Na, die anderen beiden traben davon, um keinem Bock ihren Anführer zu helfen. Ja! Nice! 1200 EP bekommen. Oh, 88 Leben und 75 Energie. Tausche ich den mal ein, aber ein bisschen Stärke weniger, aber dafür halt mehr Leben nochmal. Fein! So, okay, das war die Hauptaufgabe, die haben wir aktualisiert. Jetzt müssen wir noch den Typen im Tal finden, der für irgendeine Wache wie ein Vater ist. Halt. Oh. Eine königliche Truhe. Hallo. Ja. Oh, wie man sich immer freut in solchen Spielen, wenn man da noch recht neu dabei ist. Kampfhelm der Ausdauer. Nochmal plus Leben. Wunderbar, der kann gleich hier bleiben. Beinschienen der Erkenntnis. 6 Intelligenz. Nein. Barbarenschild. Spielerstufe 8 bräuchten wir dafür. Noch ein verstärkter Kampfhelm. Nö. Umhang der Muskelkraft. Wieder 70 Intelligenz. Noch mehr kannst du nicht halten. Nee, ich nehme mal lieber die Tunika mit. Oder den Umhang. Wir nehmen beides mit. Warte mal, Sparta könnte ich nicht verkaufen, ne? Nee, da war bloß die Verzaubererin. Oder der Verzauberer. Noch etwas?
Bis zum nächsten Mal. So, wieder auf 20 aufgerüstet. Naja, so ganz langsam wird es ja mit der Rüstung. Oh, 3 Truhen. Aber eine neue Waffe wäre mal nicht verkehrt, ne? Denn so langsam, seit wann haben wir die? Seit Stufe 3? Ja, seit Stufe 3. Geld. Ah, 2 Heiltränke. Stirnkranz und Beinwickel. Leben, dafür bräuchten wir 58 Intelligenz. Ah, wir haben bloß 50. Mist. Halt! Wildschweinhaut. Ah, plus 2 Rüstung. Ah, okay. So, wo ist jetzt der andere Typ, den wir noch suchen? Wir gehen mal hier hoch. Oder? Der meinte, der ist im Tal. Da oben geht schon wieder raus aus dem Tal. Ja, vielleicht geht es da auch nicht großartig weiter. Doch. Schon, geh kaputt. Da krankt das Gefieder. Egal. Vielleicht sind die Dinger auch was wert. Das ist auch nicht schlecht hier. Diese erstmal abhauen, die Bogenschützen. So, na komm, fall um. Jo. Und Knochenhaufen, gibt's was Besonderes? Oh, oh ja. Beinschutz der Fähigkeit. 54 Energie. 16 Verteidigungsqualität. Dann nehmen wir mal das. Hat auch so ein bisschen mehr Rüstung. Oder deutlich mehr Rüstung im Vergleich zu anderen. So. Da unten hat gerade ein Bronzespeer fallen lassen. Ich möchte mal schauen, wie viel Schaden der mittlerweile macht. Na komm. Stufe 7 ist er. Elf bis 20. Okay. Achso, da stand Kurzschwertkupfer. Ich habe gedacht, da stand Kupferschwertkupfer. Oh, nice. 200 Gold. Hm. Ja, vielleicht finden wir noch ein zweites. Ah, da ist er ja. Sperr der Erkenntnis. Ja. 8 bis 18. Nein. Ah, verdammt. Ich machte meinen morgendlichen Spaziergang, als ich auf diesem Monster stieß. Als ich mit ihnen fertig war, dachte ich mir, ich sollte ein wenig ausruhen. Gut, ein alter Krieger. Beide Aufgaben erfüllt. Machen wir mal einen kleinen Rundgang zurück. In das spartanische Kriegslager. So, hier oben noch jemand? Oh. Ah, hier noch ein Borstentier. Thank you.
Okay, hier unten vielleicht sogar noch mal was. Ah, guck mal an. Unsere Chance noch mal auf eine neue Waffe. Der erste Energietrank, den wir gefunden haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das Spiel danach richtet, welche Klasse wir uns rausgesucht haben oder welchen Fähigkeitsbaum. Ob danach halt die Gegenstände fallen gelassen werden. Oder ob das wirklich auch komplett random ist. Wie am Anfang bei Diablo 3. Wo es ja wirklich komplett random war, was du irgendwie gefunden hast. Das war die größte Seuche überhaupt, die das Spiel fast getötet hätte, meiner Meinung nach. Was gar nicht ging. Mittlerweile ist es ja genau das Gegenteil. Man findet eigentlich nur noch Zeug für sich selbst. Ob das dann besser ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da findest du ja fast nur noch irgendwelche Sachen, die halt wirklich auch für deinen Charakter zu gebrauchen sind. Oder mal höchstens noch ein Relikt für deinen Templer oder für überhaupt deinen Begleiter. So. Zack. Ein See. Ist hier ein Höhleneingang? Nö. Hier oben sind noch Unentdeckte. So. Okay, dann dürften wir hier auch alles haben. Ja. Ach komm, das Lager ist einmal hier unten. Teleportiere ich mich jetzt mal nicht zurück. So, Hallöchen. Hippias, geht es gut? Er steht einfach nur da? Nun, ich hätte es besser wissen sollen, anstatt mir Sorgen wegen Hippias zu machen. Hier, das ist für deine Mühen. Danke sehr, 2000 Gold und 500 Erfahrung. Andersrum wäre mir ein bisschen lieber gewesen, denn jetzt geht er schon enorm nach oben, die Erfahrung, die man braucht für die Level. So. Du hast ihn also umgebracht. Ich muss sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass du das schaffen würdest. Du bist kein Spartaner. Sprich mit dem General, wenn es sein muss. Aber beeil dich. Leonidas ist ein beschäftigter Mann. Nicht, dass er denkt, das Spiel ruckelt, wenn ich hier reinzoome. Das ist der Zoom, der so ein bisschen ruckelig wirkt. Also das Spiel nicht, aber wenn man so reinzoomt, ist es die Kamera, die so ein bisschen nachruckelt. Da ist er. Tag, Boss. Du bist also derjenige, der den Centaur besiegt hat. Ich hatte gedacht, dass nur ein Krieger Spartas solch eine Aufgabe bewältigen kann. Ha. Du bist also in Diomedes Auftrag hier. Nun gut. Ich werde ein paar meiner Männer schicken, die sein Dorf verteidigen sollen. Dies ist nicht die erste Bitte um Unterstützung, die ich erhalten habe. Diese Bestien sind jetzt überall. Und die faulen Bürger, die über die Disziplin der Spartaner gespottet hatten, jammern jetzt nach Hilfe. Egal. Diese Kreaturen werden noch den Tag bereuen, an dem sie es gewagt haben, spartanischen Boden zu betreten. Du musst nun zum Orakel von Delphi reisen. Es wird wissen, wo diese Monster herkommen. Ich würde einen spartanischen Krieger schicken, aber ich brauche alle für den Kampf. Geh nach Megara und such meinen alten Freund Timon. Er kann dir helfen, ein anständiges Opfer für das Orakel zu besorgen. Junger Krieger, vergiss nicht. In Tapferkeit wird man nicht geboren, man wächst hinein. Okay, einen Fähigkeitspunkt zur Übergabe bekommen. Ach, guck mal an. 750 Erfahrung. So, also das Orakel von Delphi sollen wir besuchen. Bei unserem Kumpel Timo in Megara finden. Jo, gehen wir weiter. Ist hier alles geklärt. Ja, würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Halt, hier sind noch zwei. So. Bis zum nächsten Mal. Ciao.